Hallo und willkommen bei Outwell. Heute mit einem ausführlichen Film über die Eigenschaften und Merkmale von unserem neuen Brembourg Air aus der Air Cruising Kollektion. Das Brembourg Air, was man hinter mir sehen kann, ist ein ganz neues Busvorzelt in der Kollektion, welches wir 2022 bringen, nachdem wir ganz viel Feedback zu unseren Vorjahres-Milestone-Modellen bekommen haben, kann man also sagen, ist das fast ein Nachfolger. Der große Vorteil ist, dass wir das Zelt, so wie man es hier sehen kann, auf allen drei Seiten öffnen kann. Aber alle Türen, so wie man es vorne in der Front sieht, mit einem Moskitonetz verschließen kann. Das heißt, ich kann also wirklich im Innenraum auch bei Licht und mit Laternen ohne Probleme sitzen und kann wirklich meinen Raum komplett abdichten. Das Zelt besteht aus einer Polyesterbasis, hat eine Wassersäule von 4000 mm und ist komplett aufblasbar. Gerade im Busvorzeltbereich ist das natürlich ein absoluter Fokus bei uns. Das Zelt, was 260 auf 260 im Grundschnitt ist, lässt sich also so ohne Probleme alleine und wirklich sehr, sehr schnell aufbauen. Gerade für denjenigen, der also auch in seinem Urlaub plant, in der Woche mehrfach, nicht nur mit seinem Fahrzeug, sondern auch das Zelt mitzunehmen und an unterschiedlichen Orten aufzubauen, der ist sicherlich hier an der richtigen Adresse, weil der Aufbau sehr, sehr einfach geht. Die Pumpe ist im Lieferumfang enthalten, das heißt, ich kann das Zelt am Boden auflegen, kann dann die Pumpe fixieren, pumpe das Zelt auf und im Nachgang habe ich dann wirklich nur noch diese beiden gewebeummantelten Bögen Fiberglas, die ich sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite noch einführen muss. Dann ist das Zelt mehr oder weniger schon komplett aufgebaut und dann kommt natürlich die Befestigung zum Fahrzeug, über die wir später noch sprechen. Ich gehe einmal in den Innenraum, damit man auch sehen kann, was das Zelt für eine schöne Höhe hat. Ja, das heißt, auch hier größere Personen können ohne Probleme sich hier in dem Zelt aufhalten. Die Wände des Zeltes sind extrem gerade geschnitten. Das heißt, obwohl wir eine so kompakte Grundfläche haben, kann ich wirklich den Raum optimal nutzen. Wenn ich jetzt Schränke, Tische, Stühle etc. aufbauen möchte, kann ich also wirklich hier innen ohne Probleme mich auch noch gut bewegen. Hier oben kann man einmal unser Hook-Track-System sehen. Ich greife mal hier auf eine andere Seite. Hier kann man sehen, wie dieser Haken aussieht. Diese sind im Lieferumfang enthalten. Das heißt, gerade wenn ich jetzt ein Handtuch, eine Lampe etc. aufhängen möchte, kann ich das ganz einfach mit Hilfe dieses Hooks machen, indem ich diesen kurz zusammendrücke und dann bestimme, wo der Haken einfach hängt. Ganz wichtig, wo die Kamera einmal hier oben schon ist, hier sind so kleine Clipper noch im Dachbereich zu sehen. Diese sind rings um das Zelt verteilt im kompletten Dach. Wenn ich also das Zelt auch als Schlafraum nutzen möchte, kann ich nachträglich eine Innenkabine einhängen. Da bin ich ganz flexibel, wie ich das mache und kann dann also wirklich dieses Zelt auch noch als Schlafraum nutzen. Im hinteren Bereich kommt natürlich dann die Schleuse, also die Verbindung zum Fahrzeug. Die ist bei diesem Modell 60 cm tief und hat zwei Türen. Einmal die Seite, die wir jetzt hier sehen und das Ganze natürlich auf der anderen Seite auch. Warum ist das so wichtig? Gerade wenn das Wetter jetzt mal nicht ganz so gut ist, würden wir immer empfehlen, nicht durch das Zelt zu laufen und dieses vielleicht schmutzig zu machen, sondern ganz einfach in die Schleuse rein, die Schuhe, Jacke ausziehen und dann entweder in das Zelt oder in das Fahrzeug zu gehen. In der Schleuse selbst ist erstmal kein Boden, so wie man es hier sieht, auf dem ich jetzt stehe. Beim eigentlichen Zelt ist dieser fest genäht und ich kann also alles komplett verschließen, damit wir kein Wasser reinkommt. Für die Schleuse ist ein separater Zeltboden im Lieferumfang enthalten. Das heißt, ich kann nachträglich, wenn ich das möchte, diesen Boden noch einhängen. Der ist nach oben zum Fahrzeug hin hochgezogen, sodass ich auch eine Windschürze habe. Und wirklich gerade, wenn ich länger stehe und möchte einfach meinen Raum verlängern, dann kann ich das hier ohne Probleme tun, indem ich diesen Boden dann noch reinlege. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einmal die Schleuse von außen genauer an. Ganz wichtiger Punkt ist ja immer die Befestigung. Wie kann ich das Zelt festmachen? Wir selbst haben an unserem Zelt zwei verschiedene Kederprofile. Das ist einmal ein 7 mm Keder für das klassische Kederprofil und einmal ein 5 mm Kederprofil, welches dann in die Markise kommt. Ganz wichtig ist, so wie wir es jetzt hier gemacht haben, würde es in der Realität wenig Sinn machen für Sie auf dem Campingplatz, weil so kann man sehr, sehr schlecht wegfahren. Das heißt, immer auch bedenken, wie möchte ich es befestigen und dann an die passenden Kederadapter denken. Ja, generell ist das Große und Ganze für das neue Brembourg Air, welches ab 2022 bei uns im Programm ist. Absolut großes Plus ist die tolle, tolle Belüftung, die das Zelt bietet durch die
drei Türen, die ich wirklich komplett öffnen kann. Natürlich bieten wir auch für das Zelt unser optionales Zubehör. Das heißt, wir haben einmal den Zeltteppich, den ich in das Zelt legen kann. Gerade wenn ich barfuß unterwegs bin, Kinder dabei habe, ist es einfach nochmal ein ganz angenehmes Gefühl. Es gibt die Zeltunterlage, die den eigentlichen Zeltboden schützt. Und nicht vergessen, die Innenkabine. Auch diese ist für das Zelt erhältlich, sodass ich hier wirklich sehr, sehr flexibel bin, wenn ich nochmal jemanden im Zelt übernachten lassen möchte. Wenn die Informationen alle zu viel und zu schnell waren, dann gerne einfach unsere Homepage besuchen. Auf outwell.com findet ihr alles, was das Zelt bietet. Wir sagen ganz vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!